Jetzt geben wir es mal offen zu, die meisten von uns nutzen natürlich ihr neues iPhone 15 Pro, um die E-Mails zu checken, um vielleicht Fotos zu machen, um vielleicht kreative Videos zu produzieren, um gleichzeitig bei TikTok, Instagram und Facebook rumzuscrollen, YouTube zu gucken, vielleicht ein paar Filmchen oder eine Runde auf dem Handy zu spielen. So, mehr war es dann eigentlich meistens nicht. Dafür bezahlst du natürlich unwahrscheinlich viel Geld, hast ein schönes Telefon. Wenn man sich überlegt, dass man mit diesem Telefon auch Bildbearbeitung machen kann, dass man mit diesem Telefon auch Videos schneiden kann und die Videos in kürzester Zeit dank des neuen A17-Prozessors richtig schön ausgerendert werden können. Ja, da stört eigentlich nur noch das kleine Display, weil man natürlich mit dem kleinen Display nicht allzu viel anfangen kann. Aber warum nutzen wir unser iPhone nicht mal als Computer? Es geht doch alles. Dank des USB-C-Anschlusses sind dir riesengroße Möglichkeiten hier offengelegt und genau das ermitteln wir jetzt mal in meinem Video. Ich komme mir manchmal vor wie so ein verrückter Erfinder, der hier irgendwelche Stecker zusammensteckt und sich freut, wenn wieder was funktioniert. Aber ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Und natürlich funktioniert das Ganze nicht ohne Zubehör. Und wer sich für Zubehör für sein iPhone interessiert, für euch habe ich schon 2 Videos produziert. Die sind hier direkt verlinkt. Und wenn euch das Video gefällt, sehr gerne ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Würde mich freuen, damit ich euch noch weitere spannende Videos produzieren kann. Vielen Dank dafür. Natürlich soll das auch nicht der Regelfall sein, dass ihr euer iPhone ständig hier mit Zubehör verbindet und als Computer direkt nutzt. Aber es ist wirklich möglich. Und wer es viel nutzen möchte, der kann es natürlich gerne tun, weil er hat ja nicht umsonst sehr viel Geld für ein Telefon bezahlt, was wirklich das alles kann. Und wenn wir uns das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max mal genauer anschauen, dann haben wir ja mittlerweile den USB-C-Anschluss verbaut, der hier unten dran ist. Und da kann man nicht nur Festplatten anschließen, sondern man kann eine ganze Menge mehr mit diesem Telefon machen. Und zwar, wenn du jetzt von deinem iPad oder von deinem MacBook oder von anderen Geräten noch diese USB-C-Adapter hast, dann hast du natürlich schon eine Möglichkeit, das iPhone 15 Pro und Pro Max sinnvoll zu nutzen. Beim iPhone 15 würde ich das nicht empfehlen, weil der USB-Anschluss sehr langsam ist. Also man kann es probieren, aber man wird nicht alle Möglichkeiten haben, die man hier beim iPhone 15 Pro und Pro Max hat. Und wenn wir schon beim USB-C-Hub sind, wollen wir natürlich anfangs da auch gleich bleiben. Ich möchte euch da ein paar Sachen erklären, damit ihr keine Fehler macht. Und zwar gibt es natürlich verschiedene, auch in verschiedenen Größen. Man sieht es hier einmal länglich, einmal hochkant, quer und so weiter und so fort. Du hast natürlich x Möglichkeiten hier an Anschlüssen und verschiedene Anschlüsse solltest du beachten. Die musst du unbedingt dabei haben, wenn du das optimal nutzen möchtest. Zum Beispiel empfiehlt sich hier ein USB-C-Hub mit 2 USB-C-Anschlüssen. Der eine ist zum Laden. Der lädt dann ständig dein Telefon. Das ist fürs Gamen unwahrscheinlich wichtig. Da zieht natürlich der Akku eine Menge. Und der andere ist dann nochmal für weitere Geräte, dass du hier noch USB-C-Geräte anschließen kannst, wie zum Beispiel ein Mikrofon oder eine externe Festplatte und. Das ist eigentlich schon fast das Wichtigste. Dann kommt natürlich noch dazu ein HDMI-Anschluss. Der muss ebenfalls sein am Controller. Sonst kannst du natürlich keine externen Monitore anschließen. Und das wäre schade, weil du möchtest ja dein Bild relativ groß sehen. Und wenn du jetzt Gamer bist, dann empfehle ich natürlich noch einen USB-C-Hub mit Netzwerkanschluss. Denn es ist möglich, mit dem iPhone 15 Pro Max und Pro über Netzwerk sein Internet zu beziehen. Also da braucht ihr kein Wi-Fi oder andere Geschichten, wenn du diesen Controller dran hast. Kannst du hier locker ein Netzwerkkabel einstecken und dann hast du natürlich fürs Gamen oder für Gruppenspiele oder für andere Geschichten ein schnelleres Internet, wenn du jetzt mal ein langsames Netzwerk haben solltest oder andere Dinge passieren sollten. Das sind so die 3 wichtigsten Dinge, die ich jetzt empfehlen würde für deinen neuen USB-C-Adapter, damit du das iPhone wirklich optimal nutzen kannst. Das andere Zubehör für dein iPhone 15 Pro und Pro Max ist natürlich dann auslegbar. Du brauchst ja natürlich nicht alles, weil du kannst ja dein Setup selber konfigurieren. Aber empfehlenswert, um das wirklich fast wie einen Computer zu nutzen, ist natürlich eine externe Tastatur. Ich habe mir hier eine gekauft, wo ich das iPhone 15 Pro hier oben einschieben kann, sodass das fest sitzt und ich dann sozusagen den optimalen Halt habe. Aber du kannst natürlich auch kleinere Tastaturen, mobile Tastaturen, Tastaturen mit Trackpad oder andere Geschichten, die über Bluetooth funktionieren, kaufen. Das geht natürlich nicht nur über Bluetooth, sondern du kannst über deinen USB-C-Hub natürlich auch USB-C anschließen. Also du kannst auch eine Kabeltastatur hier verwenden oder eine Maus mit Kabel. Das ist gar kein Problem. Ich habe nur Bluetooth, weil dann habe ich mehr Anschlüsse frei, um vielleicht noch ein paar optimale Dinge zu erledigen, wo ich dann hier vielleicht noch irgendwelche USB-C-Anschlüsse brauche. Aber mein optimales Setup ist natürlich dieser USB-C-Adapter und dann gleichzeitig
tatsächlich noch ein mobiler Monitor. Den habe ich mir gekauft und die sind nicht teuer. Das ist jetzt sozusagen ein Monitor, der hat 15 Zoll. So ein bisschen im Querformat, ist ein schönes Spielfilmformat und der kostet 100 Euro. Also hat USB-C-Anschluss mit dran, hat USB-C-Ladeanschluss mit dran, hat keinen Akku verbaut. Also du musst hier ein festes Netzkabel mit einschieben und dann funktioniert die ganze Geschichte und einstellen kannst du den auch noch. Ich nehme den manchmal auch für Videoaufnahmen als Vorschau-Monitor und ich finde, das Ding hat sich wirklich im Preis-Leistungs-Verhältnis bei mir gut geschlagen. 100 Euro würde, wie gesagt, so ein Monitor kosten, gibt auch noch günstigere. Tastatur haben wir, Monitor haben wir, dann brauchst du natürlich noch ein HDMI-Kabel, je nachdem in welcher Länge, wo du dich rumtreiben möchtest. Im Hotel brauchst du natürlich ein längeres, weil du wirst ja wahrscheinlich auch mal im Bett liegen und es dir entspannt machen. Und ansonsten, wenn du jetzt so ein Computer-Setup hier anfertigen solltest, brauchst du maximal einen Meter HDMI-Kabel, damit auch dein Monitor dann hier an dem USB-C-Hub funktioniert. Wer Bock hat, kann natürlich dann auch einen Gaming-Controller dazu kaufen. Ich habe jetzt so einen günstigen hier von Amazon. Der lässt sich manchmal verbinden, dann lässt er sich manchmal nicht verbinden. Also man sollte dann wirklich die Qualität kaufen, beziehungsweise wenn du jetzt von deiner Xbox oder von deiner PlayStation den Controller hast, dann lässt er sich natürlich auch per Bluetooth über dein Telefon verbinden. Da musst du ein paar Einstellungen machen, das ist aber nicht ganz so schlimm. Und wer es wissen möchte, der kann mich sehr gerne anschreiben, dem schreibe ich das mal. Das würde jetzt ein bisschen zu lange dauern, das alles zu erklären. So, da sind wir mit dem Setup durch. Natürlich kannst du dann auch nochmal eine Bluetooth-Maus, beziehungsweise hier so eine Maus mit Trackball, das mache ich beim Videoschnitt immer ganz gut, wenn ich unterwegs bin, dann kann ich das Video ein bisschen besser schneiden, da ich mit diesem Trackball etwas besser klarkomme. Aber Bluetooth-Maus, beziehungsweise Bluetooth-Trackpad geht natürlich auch komplett ran, dann bist du ausgerüstet. Es ist natürlich für diejenigen sehr empfehlenswert, die unterwegs sind und sich kein iPad extra kaufen möchten oder andere Dinge, wo sie dann ihre Filmchen schauen bzw. ihre Arbeit erledigen oder halt noch einen Laptop mit dabei haben. Ich meine, das arbeitet sich natürlich am Laptop immer besser, als wenn du jetzt dieses iPhone-Konstrukt hier herstellst. Aber wenn du es raus hast, dann steckst du einfach deine Technik zusammen, bist komplett online und hast wirklich fast einen richtigen Computer. Nehmen wir uns mal den Fall, du bist im Hotel und hast keinen Bock, auf dem kleinen Display hier vom iPhone 15 Pro oder Pro Max deine Filmchen zu schauen. Schon hast du deinen USB-C-Hub, dann hast du deinen kleinen Monitor oder den Hotelfernseher. Die meisten Hotelfernseher haben ja mittlerweile einen HDMI-Anschluss dran. Und dann kannst du mit diesem USB-C-Hub dann dein Telefon verbinden, hier über den HDMI-Anschluss, den Fernseher, den Hotelfernseher und schon schaust du Netflix, Amazon und sämtliche Streaming-Dienste richtig optimal im Großformat über dein iPhone. Da brauchst du kein Pay-TV bezahlen beim Hotel oder irgendwelche anderen Zusatzleistungen buchen. Da haust du einfach dein iPhone an diesen Anschluss ran und schon funktioniert es. Und du kannst natürlich YouTube oder Amazon Prime oder Netflix dann optimal über dein Telefon steuern. Das heißt, das Bild wird dir abgespielt, aber die Einstellungen zu diesen Bildern, die sind natürlich hier nochmal auf deinem iPhone steuerbar, was auch eine gute Geschichte ist. Du hast quasi ein Steuerteil und ein Monitor und kannst wirklich dann optimal riesengroß deine Filme schauen und musst dir halt kein Pay-TV dazu buchen. Die nächste Situation, die wir jetzt checken wollen, ist die Business-Situation. Also wenn du unterwegs bist, musst du natürlich dein Business betreiben. Dein Business funktioniert mit Anrufen, mit Nachrichten und natürlich auch mit E-Mails. Und E-Mails hast du natürlich auch keinen Bock, hier deine E-Mails ständig auf dieser kleinen Tastatur zu beantworten, beziehungsweise mit Sprache geht es natürlich besser. Du sprichst einfach einen Satz rein, schickst die ganze Geschichte ab, funktioniert. Wenn du aber jetzt mehrere E-Mails checken möchtest, wahrscheinlich auch Grafiken hast oder andere Geschichten, kannst du das natürlich auch mit deinem iPhone als Computer tun. Denn du verbindest natürlich auch wieder den USB-C-Hub mit deinem Monitor bzw. Hotelfernseher. Dann hast du die Möglichkeit, über eine externe Tastatur vernünftig deine Buchstaben in die E-Mail einzuhacken und mit der Maus kannst du dann sozusagen optimal die ganze Geschichte bedienen. Und das ist auch das Schöne beim iPhone. Wenn du dieses iPhone vom Hochformat ins Querformat drehst, mit diesem Adapter zusammen an den Monitor angeschlossen, dann geht der Monitor auch automatisch ins Querformat. Und du hast natürlich dann hier die optimale große Auflösung. Es ist nicht die volle Auflösung. Also du hast immer links und rechts und oben und unten ein paar Ränder, was aber wirklich nicht schlimm ist, weil es wirklich 100-mal größer auf dem Fernseher als hier auf deinem Telefon. Dann kannst du optimal deine E-Mails bearbeiten, im Internet surfen, deine Bankaufgaben erledigen. Das geht alles über diesen großen Monitor, den du hier dann an deinem iPhone anschließt.
Zwischendurch sei gesagt, wer sich für einiges Zubehör hier interessieren sollte, ist es alles direkt hier in meiner Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr nochmal nachlesen und nachschauen, was für euch das Optimale ist. Auch wer viel mit der Bahn unterwegs ist, beziehungsweise viel fliegen sollte. Wir kennen natürlich alle die Wartezeiten, die man da verbringt. Und das passt wirklich alles in so eine kleine, normale Umhängetasche, wo man sein Equipment drin hat. Und das kann man ganz locker einfach irgendwo an einem Tisch in einem Restaurant, beziehungsweise bei einer Fastfood-Kette oder im Wartebereich ordentlich aufbauen. Wenn man da ein, zwei Stunden Zeit hat, hat man wirklich einen kleinen Computer mit und muss nicht extra bezahlen für einen Laptop oder für ein iPad. Und ich sage es nochmal, ein iPad ist natürlich auch cooler und ein Laptop ist noch besser zum Arbeiten. Aber man muss nicht so viel Geld ausgeben, wenn man hier dieses optimale Equipment mitnimmt. Noch ein kleiner Tipp für den USB-C-Adapter, das habe ich vorhin vergessen. Und zwar gibt es diese kleinen Adapter von USB-A auf USB-C. Wer jetzt viele USB-A-Anschlüsse an seinen Adapter dran haben sollte, der kauft sich einfach diese Adapter hier und steckt die in den USB-C-Hub ein und hat dann aus einem schnellen USB-A einen schnellen USB-C-Anschluss gemacht, wenn er jetzt sozusagen mehr Geräte haben sollte, die jetzt mit USB-C-Anschlüssen funktionieren. Kommen wir mal zum Gaming, und das funktioniert natürlich mittlerweile auch über dein neues iPhone 15 und iPhone 15 Pro mit unterschiedlichen Gaming-Controllern. Besser sind natürlich die von Xbox oder von der Sony PlayStation, das ist jetzt nicht das optimale Teil, aber es funktioniert auch. Und du kannst an deinem iPhone 15 Pro Max und Pro richtig schön Computer spielen. Wichtig ist natürlich noch dazu zu sagen, dass wenn du jetzt beim Gamen bist und das länger machen solltest, wenn es dir gefallen sollte, mit solch einem externen Monitor einfach unterwegs zu spielen und zu zocken, dann brauchst du definitiv für dein iPhone eine Kühlung. Denn beim Game wird das relativ heiß. Wenn du das iPhone beanspruchst, weißt du das, dass hier im Hintergrund natürlich viele Dinge arbeiten. Der superschnelle A17-Prozessor braucht natürlich auch ein bisschen Kühlung, weil wenn er dann auf Hochbetrieb ist, dann wird er warm. Und dann müsstest du dir nochmal einen Lüfter besorgen, der dein iPhone einfach mal hier von der Rückseite etwas kühlt. Dateien sichern, Mikrofone anschließen, Fernseher anschließen, das geht alles mit dem neuen USB-C-Anschluss deines iPhones. Aber was natürlich noch interessant ist, ich habe es mal probiert, mit dem iPhone Videos zu schneiden und das macht sich richtig gut. Dazu nutze ich die Software LumaFusion, weil die so ein bisschen auf das iPhone und auf den Prozessor abgestimmt ist in Bezug auf Schnelligkeit. Da geht wirklich eine ganze Menge. Du kannst 4K 60 FPS Videos einfach mal pauschal auf diesem iPhone schneiden. Brauchst natürlich bei längerer Nutzung auch wiederum eine Kühlung und einen Netzbetrieb, damit das alles optimal und für länger funktioniert. Aber es geht, und wenn du LumaFusion hier aktivierst bzw. die Software kostenfrei downloadest, dann kannst du echt über dein Setup wirklich mobil Videos schneiden, entweder im Hochkantformat oder im Querformat bis 4K 60 FPS. Alles funktioniert mit dem Telefon, weil, wie gesagt, der A17-Prozessor eine richtige Bombe ist. Also vergleich den mal mit dem M1-Prozessor oder ich kann schon fast sagen mit dem M2-Prozessor. Und da weißt du selbst, was da geht. Und das geht mit deinem Telefon. Wenn du einigermaßen Speicher hast, ich habe hier 512 GB, kannst du dir ein paar Dateien raufladen. Das geht natürlich auch mit einer externen Festplatte. Wenn du Video schneiden möchtest, eine externe Festplatte hier an den USB-C-Hub anschließt, kannst du von deinem iPhone auf die externe Festplatte zugreifen, deine Videos in LumaFusion einladen und gleichzeitig hier über den Monitor oder über den Hotelfernseher anschauen und einfach schneiden. Und das finde ich wirklich eine richtige Wucht. Klären wir noch mal ganz kurz die Kosten. Diese Tastatur kostet ca. 50 Euro. Dein Monitor kostet ca. 100 Euro. Eine externe Maus per Bluetooth, wenn du jetzt anfängst, eine günstige zu nehmen, die mobil und portabel ist, bist du bei 20 Euro. Und einen guten USB-C-Hub kannst du kaufen zum Preis von ab 30 Euro. Zusammenfassend kann man natürlich sagen, du hast hier mit dem iPhone 15 Pro und Pro Max wirklich einen richtigen Computer, der einen USB-C-Ausgang hat, mit dem du eine ganze Menge anrichten kannst. Mikrofone anschließen, SSD-Platten anschließen. Du kannst SD-Karten von Fotoapparaten bzw. Spiegelreflexkameras ebenfalls anschließen und dir die Daten rauf- oder runterladen. Das funktioniert alles. Netzwerkanschluss direkt rein, schon hast du Internet über Kabel, was natürlich zum Gamen schneller ist. Und,
Setzt euch einfach mal 30 Minuten oder eine Stunde am Sonntag hin, beziehungsweise wenn ihr Zeit habt, konfiguriert euer Setup und probiert es einfach mal aus, mit dem iPhone 15 Pro oder Pro Max als Computer zu arbeiten. Und ihr werdet sehen, manchmal braucht man kein iPad, was jetzt nochmal 400 Euro extra kosten würde, oder einen MacBook kostet garantiert auch mal ein Tausender, so ganz nebenbei. Wenn man mobil unterwegs ist und das nicht so viel und so oft, je nachdem, schätze es einfach ein, ob du es brauchst oder nicht brauchst. Ich fand es auf alle Fälle gut, euch das mal zu zeigen und natürlich auch den Nutzen des iPhones hier so ein bisschen zu erklären, dass man wirklich noch mehr machen kann aus diesem Telefon. Und eine Kamerawaffe ist es natürlich schon, das habe ich euch auch in einem Video erklärt. Und was man hier alles an Filmzubehör anschließen kann, habe ich euch natürlich auch schon erklärt. Wer jetzt noch Fragen hat zu den Anschlüssen, zum Setup oder zu den verschiedenen Geschwindigkeiten, der kann sie sehr gerne hier in meine Videokommentare mit reinschreiben. Ich beantworte sie gern, wenn ich das natürlich beantworten kann, wenn das sozusagen mein Wissensstand umfasst. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast ein paar Ideen mitnehmen können hier von meiner kreativen Kombo, die ich euch sozusagen vorgestellt habe. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und sage Tschüss, bye bye und winke, winke.